Ja, ich freue mich sehr über die Einladung. Mein Vortrag trägt den Titel Ungleiche Geschwister zum Verhältnis von Form und Inhalt bei Lukács und Holz. Das Zeitalter der großen Systementwürfe in der Philosophie sei vorbei, hört man heute vielerorts vielstimmig, und noch seltsamer mutet es an, sich ausgerechnet der Kunst systematisch zu nähern, die Kunst begreifen zu wollen, über die scheinbar doch nur der gute oder weniger gute Geschmack entscheidet. Sowohl Georg Lukács mit der 1963 erschienenen Die Eigenart des Ästhetischen als auch Hans-Heinz Holz mit der 1996-97 erschienenen Philosophischen Theorie der bildenden Künste haben dennoch jeweils einen solchen Versuch unternommen. Lukács tritt dabei mit dem Anspruch auf, universale Prinzipien zu begründen, die für alle Künste gelten, auch wenn diese Prinzipien natürlich noch einer Spezifizierung auf die jeweils einzelnen Künste bedürfen, die seine Ästhetik höchstens andeuten kann. Ästhetik kann nicht präskriptiv vorgehen, sie muss, um es mit den Worten Holz zu sagen, beim empirischen Material anheben, weil Ästhetik immer von den einzelnen Werken abhängig ist, denn jedes Werk fügt der Gattung etwas hinzu und kann nicht einfach unter sie subsumiert werden. Holz hat es sich deshalb zum Ziel gemacht, eine Regionalontologie der bildenden Kunst zu entwickeln. Nun hat auch Lukács Lieblingskünste. Die meisten der Beispiele aus Die Eigenart des Ästhetischen sind tatsächlich der Literatur und der bildenden Kunst entlehnt, auch wenn sich zahlreiche Bezüge zu anderen Künsten wie Architektur, Musik, Film und Theater finden lassen, sodass sich beide Ästhetiken recht gut für einen Vergleich eignen. Ich möchte heute also Die Eigenart des Ästhetischen und den ersten Band der philosophischen Theorie der bildenden Künste, Der ästhetische Gegenstand, auf das dort entwickelte Verhältnis von Form und Inhalt hin befragen, weil ich glaube, dass sich bei allen Gemeinsamkeiten von Lukács und Holz an dieser Stelle einige Unterschiede ausmachen lassen, die nicht folgenlos für die Einschätzung von Kunstwerken bleiben und diese unterschiedlichen Kunsturteile von Lukács und Holz vielleicht ein wenig erhellen können. Bei allen Unterschieden, die mein Vortrag ins Zentrum zu stellen gedenkt, darf gerade in der heutigen Zeit nicht vergessen werden, welch ähnlichen Ausgangspunkt sie wählen. Beide rücken das Kunstwerk in das Zentrum ihrer Ästhetiken, weil das Werk der Ort ist, an dem sich Produktions-, Rezeptions- und Werkästhetik treffen. Und beide gehen von der Einheit von Form und Inhalt in der Kunst aus, weshalb ich mich bei der Titelgebung dazu habe verleiten lassen, Holz und Lukács als ungleiche Geschwister zu bezeichnen. 1. Lukács unterscheidet nicht nur zwischen der Erkenntnisweise von Wissenschaft und Kunst, sondern grenzt auch den Gegenstand der Kunst von dem der Wissenschaft ab. Während die Wissenschaft die Aufgabe hat, die Wirklichkeit von einem an sich in ein für uns zu verwandeln, soll die Kunst die Welt des Menschen widerspiegeln. Sowohl Wissenschaft als auch Kunst beziehen sich auf die Wirklichkeit, jedoch in unterschiedlicher Weise. Die Kunst unterscheidet sich in ihrer Widerspiegelungsweise von der Wissenschaft. Diese wirkt desanthropomorphisierend, jene anthropomorphisierend. Die Kunst stellt also den Menschen in den Mittelpunkt. Damit rückt die Kunst nahe an Religion und Magie heran, die sich ebenfalls die anthropomorphisierende Widerspiegelung zunutze machen. Doch obwohl sowohl die religiöse bzw. magische Widerspiegelung als auch die künstlerische anthropomorphisieren, unterscheiden sie sich stark voneinander. Die religiöse Widerspiegelung behauptet sich selbst als reale Welt und tritt damit in Konkurrenz zur Wirklichkeit, während die künstlerische sich selbst als fiktiv weiß. Die Religion erklärt das Individuum in seiner Partikularität zum Mittelpunkt der Welt. Ihr Ziel ist das individuelle Seelenheil. In der Kunst dagegen erhebt sich die Partikularität zur Besonderheit. Das Zentrum der Kunst ist nicht der partikulare Mensch, sondern das Individuum in seinem Verhältnis zur Gattung Mensch. Im Modus der Besonderheit, in dem das Kunstwerk steht, werden Einzelheit und Allgemeinheit in ihrer Einheit festgehalten. Durch das Einzelne schimmert das Allgemeine hindurch, nicht als Begriffliches, sondern als Sinnliches. Im Gegensatz zur Religion wird dadurch das anthropomorphisierende Verfahren der Kunst erkenntnisfördernd. Der Modus der von der religiösen Widerspiegelungsform dominierten Bilder ist der Modus der Allegorie. Das Bild steht nicht für sich, es steht für ein anderes. Es verweist auf einen transzendenten, dem Bild fremden Inhalt, einen Inhalt, für den das Bild nur stellvertretend stehen kann. Der Zweck des Werks ist nicht sein eigener, es ist an ihm äußerlich gesetzter. Die Kunst indes vereint Sein und Bedeutung des Bildes in sich. Auf diese Weise wird die Kunst diesseitig und jene Diesseitigkeit findet ihren formalen Ausdruck in der Vollendung des Werks. Die Kunst bedarf des Verweisens auf ein Außen nicht, auch wenn das nicht bedeutet, dass die Kunst mit dem Außen nichts zu tun hätte, wie die Verfechter des La Polar gerne proklamieren.
Doch gelangt die Kunst auf diese Weise zu einer relativen Eigenständigkeit. Der Modus des Kunstwerks ist der des Symbols. Die Allegorie verweist, das Symbol ist und bedeutet zugleich. Durch die Vollendung des Werks und das Verlegen der Inhalte in sie selbst schafft die Kunst eine Welt, also eine Welt mit Anführungszeichen, eine, die weiß, dass sie nicht die Wirklichkeit ist. Dadurch vermag sie etwas, das weder Alltagserfahrung noch Philosophie zu leisten vermögen. Sie lässt eine Welt, und zwar wieder die mit Anführungszeichen, seine intensive Totalität, sinnlich erfahrbar werden, wo die Alltagserfahrung nur einzelne, höchstens lose, verknüpfte Phänomene zu erkennen vermag und die Philosophie die Ganzheit der Welt nur begrifflich beschreiben kann. Sie lässt eine Welt entstehen, die zwischen Subjektivität und Objektivität changiert und beide aneinander bindet. Die Mittelstellung des Kunstwerks zwischen Subjektivität und Objektivität vom Standpunkt des Menschen aus realisiert, befreit beide von ihrer Einseitigkeit. Die Subjektivität erhebt sich über ihre Partikularität, die Objektivität befreit sich von ihrer Menschenferne. Zitat Lukács: Indem das Kunstwerk als zentrales Gebilde der ästhetischen Sphäre eine organische Einheit der Innerlichkeit des Menschen mit der Außenwelt, der menschlichen Persönlichkeit mit ihrem Schicksal in der Welt gestalten verwirklicht, entsteht die Aufhebung dieser beiden Extreme zu einer Welt des Menschen. Im Gegensatz zur Religion weiß ich diese Welt jedoch als fiktiv. Sie erhebt nicht den Anspruch, Wirklichkeit zu sein. Durch das Weltschaffen der Kunst entsteht die höchste objektivierte Form des Selbstbewusstseins der Gattung Mensch. Die Kunst zeigt eine Welt, die dem Menschen angemessen ist. Diese Angemessenheit liegt jedoch im Gegenstand der Kunst selbst. Die Kunst macht sie sichtbar, erschafft sie aber nicht aus dem Nichts. Lukács' Forderung nach Angemessenheit impliziert also keine Harmonisierung von Widersprüchen und damit einen apologetischen Charakter der Kunst. Umso wichtiger ist jedoch die Stoffwahl für den Künstler, die Lukács der vorkünstlerischen Arbeit des Künstlers zurechnet und zu der auch die richtige Auswahl des Themas und des Motivs zählt. Schon in ihr zeigt sich, ob das Werk überhaupt die Möglichkeit birgt, den Menschen eine Welt anschaulich zu machen, die ihnen nicht unveränderbar feindlich gegenübersteht, sondern die von ihnen selbst gemacht und die durch sie selbst veränderbar ist. Eine Welt, die sich der Mensch durch seine eigene Arbeit unterworfen hat, durch die Konzentration auf den Zweck der Arbeit, oftmals ohne den Prozess reflektiert zu haben. Das Gattungswesen Mensch bearbeitet die Natur, eignet sie sich an, der Künstler bearbeitet das Material, verhilft ihm zu einer neuen Form. Diese neue künstlerische Form vermag es, eine Änderung der Wahrnehmung des Betrachters herbeizuführen, ihn in eine Rezeptionshaltung zu überführen, eine erhöhte Aufmerksamkeit für Inhalte zu schaffen, die er bereits aus der Wirklichkeit kennt. Der Rezipient steht dem Kunstwerk betrachtend gegenüber und wird durch diesen Zustand der Kontemplation der Alltagswelt enthoben. Der ganze Mensch des Alltags wird zum Mensch ganz der Rezeptivität. Im Alltag sind wir es gewohnt, Dinge nach ihrem Zweck hin zu beurteilen. Das Handeln des ganzen Menschen ist zweckgerichtet. Ein Auto beispielsweise wird vom Alltagsmenschen auf seine Funktionsweise, Fahrtauglichkeit und Sicherheit hin überprüft, kurzum auf seinen Zweck, die Fahrgäste sicher von A nach B zu bringen. In der Kunstbetrachtung werden die den Alltag bestimmenden Zwecke kurzzeitig suspendiert. Diese Suspension wird durch formale Prinzipien erzeugt, die den Alltagsmenschen zum Kunstbetrachter werden lassen, auch wenn inhaltlich durchaus eine Kontinuität zwischen Alltag und Kunst vorherrscht, denn die Kunst entnimmt ihre Inhalte der Wirklichkeit. Diese Inhalte erfahren in der Kunst jedoch eine formale Veränderung. Aus der Notwendigkeit der Auswahl macht der Künstler eine Tugend, denn er kann keine 1-zu-1-Abbildung aller Erscheinungen der Wirklichkeit, nicht einmal aller Erscheinungen eines kleinen Wirklichkeitsausschnitts vornehmen. Die Inhalte werden verdichtet und konzentriert, die Auswahl hebt Wesentliches hervor und sorgt auf diese Weise für eine Hierarchisierung der in der Alltagswelt ungeordnet erscheinenden Phänomene. Die Kunst ermöglicht dadurch die Unterscheidung zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem. Dadurch werden Strukturen und Beziehungen sinnlich erfahrbar, die uns im Alltag oft verborgen bleiben. Zusammenhänge werden offenkundig, vermeintlich feststehende Tatsachen in Frage gestellt. Lukács nennt das Entfetischisieren. Aus der Hierarchisierung und bisweilen sogar Neuanordnung der im Alltag bloß nebeneinander stehenden Phänomene ergeben sich Probleme und Fragen der Darstellungsweise. Auslöser dieses Formproblems ist nach Lukács jedoch der Inhalt. Dieser Ausflug in die Rezeptivität bei Lukács zeigt, wie nahe inhaltliche und formale Kategorien beieinander liegen. So ist das Prinzip der Konzentration, das den Betrachter aus der gewöhnlichen Alltagswahrnehmung entlässt, seine Aufmerksamkeit gewinnt, zwar ein formales Prinzip,
Dieses Prinzip wird durch das Offenbarwerden des Wesens jedoch sofort inhaltlich aufgeladen. Die in der Kunst enthaltenen Inhalte kommen jedoch erst vermittels der Form unmittelbar zur Wirkung. Wenn der Inhalt wirksam wird, merkt der Rezipient jedoch, dass auch die ursprünglich als unmittelbar empfundene Formwirkung etwas Vermitteltes sein muss. Die Form hat die Aufgabe, die rezeptiven Erlebnisse zu leiten, zu evozieren. Die evokative Wirkung des Werks soll das Interesse des Betrachters auf den Inhalt des Werks lenken. Die Form schlägt also den Inhalt um. Dominiert die Form-Inhalt-Beziehung, bleibt das Interesse oberflächlich an der Form kleben und wird nicht zum Inhalt weitergeleitet. Die Beziehung des Rezipienten zum Inhalt bleibt rein gedanklich und verlässt damit die Form der unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmung. Die Beschäftigung mit dem Werk nähert sich dem begrifflichen Denken an. Logisch verlässt das Werk den Modus der Besonderheit. Die Einheit von Einzelheit und Allgemeinheit innerhalb des Werks kippt also auf die Seite der Allgemeinheit. Wenn die Form den Inhalt nicht evoziert, ist das Erlebnis ebenfalls nicht ästhetisch, weil sich die Widerspiegelungsweise derjenigen der Wissenschaft annähert oder die Herausgehobenheit des Rezeptionsvorgangs gegenüber dem Alltag nicht gewährleistet ist. Denn diese wird eben gerade durch die spezifische künstlerische Form erzeugt. Die Kunst verliert damit ihre spezifische Eigenart. Die einzelnen Teile des Werks müssen bewusst auf den evokativen Zweck des Werks hin ausgerichtet werden. Das ästhetische Gebilde wird vom Ende her gedacht, auf seinen Zweck hin komponiert und unterscheidet sich auf diese Weise von der Alltagserfahrung, in der wir einem stetigen Strom von Ereignissen mit ungewissem Ausgang ausgesetzt sind. Die Form lässt die Welt entstehen, die als Gehalt auf den Rezipienten wirken kann. Über Notwendigkeit und Zufälligkeit in der Kunst entscheidet der Inhalt eines Werks. Ihr Kriterium ist die Totalität des Werks, die zunächst formal hergestellt werden muss, aber inhaltlich mit von der Partikularität in die Besonderheit erhobenen Lebenserscheinungen erfüllt ist. Die Wahrheitstreue der Mimesis ist dabei eine Voraussetzung dafür, dass das Werk überhaupt einen Inhalt evozieren kann. Wäre die Mimesis nicht an die Wirklichkeit geknüpft, sondern Mimesis einer reinen Partikularität, hätte das Werk keine Wirkung, weil es über keinen verallgemeinerbaren Gehalt verfügen würde. Gleichzeitig behauptet das Kunstwerk eine relative Eigenständigkeit gegenüber dem Urbild. Seine Wirkung ist Beweis seiner Wahrhaftigkeit, während die desanthropomorphisierend wiedergespiegelte Wirklichkeit den genauen Vergleich mit dem Urbild fordert. So muss ein Physiker, der eine Theorie aufstellt, um ein Naturphänomen mit den Mitteln seiner Wissenschaft zu beschreiben, diese Theorie immer wieder anpassen, präzisieren, vielleicht neue Parameter hinzufügen. Die Entstehung der Theorie ist eng mit dem zu beschreibenden Phänomen verknüpft. Die Theorie erhält ihre Legitimation nur in ihrer immer größer werdenden Annäherung an das Naturphänomen und muss immer wieder mit diesem abgeglichen werden. Der Grad ihrer Exaktheit entscheidet über die Qualität der Beschreibung des Phänomens. Die Theorie zieht ihren Wert aus dem stetigen Abgleich mit dem zugrunde liegenden Phänomen. Die künstlerische Gestaltung muss den Gegenstand formal ins Typische erheben, um die Partikularität des Alltags und der Religion aufheben zu können. Doch der Gegenstand muss sich dafür auch eignen. Der Sinn des Kunstwerks wird also über den Inhalt des Werks erzeugt, dieser muss durch die formale Gestaltung jedoch sinnfällig gemacht werden. Lukács sieht also letztlich den Inhalt als determinierendes Prinzip. Die Form ist immer Form eines bestimmten Inhaltes. Formprinzipien bleiben auf dem Niveau der Partikularität stecken, wenn sie von ihrem Gehalt isoliert werden. Nun ist natürlich der Inhalt auch immer geformter Inhalt. Dennoch sieht Lukács den Inhalt in der Form-Inhalt-Einheit des Kunstwerks als diese Einheit übergreifendes. Lukács' Realismus ist daher primär als inhaltliches Prinzip aufzufassen und nicht als Stilprinzip. Die Lukácsche Priorisierung des Inhalts soll jedoch die Bedeutung der Form nicht herabsetzen. Ein wirklich ästhetisches Erlebnis setzt die Einheit beider voraus. 2. Im Gegensatz zu Lukács, der den Gegenstandsbereich der Kunst als Widerspiegelung der Welt des Menschen beschreibt, während die Wissenschaft die Welt an sich in eine Welt für uns verwandeln soll, gibt es bei Holz keinen getrennten Gegenstandsbereich von Wissenschaft und Kunst. Beide haben die Aufgabe, die Realität wiederzuspiegeln. Der Unterschied zwischen Wissenschaft und Kunst muss demnach in der Form des Kunstwerks liegen. Der Zweck des Kunstwerks liegt für Holz in der Anschauung. Die Eigenbedeutsamkeit des Werks wird dabei durch die Form erfahren, wobei das Kunstwerk zunächst als Ganzes wirkt. Die Bedeutungsinhalte des Werks konstituieren sich erst durch die Form. Wie Lukács bestimmt Holz die Evokation, den Prozess des den Betrachter für das Werk interessieren, als Aufgabe der Form, stellt jedoch keine Rückbindung an den Inhalt her.
Auch die bei der Ausführung bestimmter Motive entstehenden Formprobleme werden von Holz im Gegensatz zu Lukács nicht auf den Inhalt zurückgeführt. Vielmehr sieht Holz die Formen und Formenbeziehungen des Kunstwerks als das Interpretierbare an. Die Form ist damit die Bedingung der Möglichkeit ästhetischer Allgemeinheit, während die Nachricht des Kunstwerks eine nur für den singulären Empfänger sich darstellende Bedeutung bleiben kann. Damit Kunstwerke als welthaltig begriffen werden können, muss ihr Bedeutungsgehalt sprachlich verallgemeinert werden können. Die abgeschlossene Form des Werks ist auch Voraussetzung einer Gegenüberstellung von Werk und Wirklichkeit. Die gelungene Totalität des Werks tritt in Differenz zur Wirklichkeit und hält ihr auf diese Weise den Spiegel vor. Die Kunst verhält sich kritisch zum Bestehenden. Durch ihre Vollendung macht sie auf die Unvollkommenheit der Wirklichkeit aufmerksam. Nun sind Totalität und Abgeschlossenheit jedoch formale Kategorien. Das Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit und das in ihm enthaltene kritische Potenzial sind nach Holz daher als Formverhältnis beschreibbar. Das Kunstwerk lässt bereits in seiner Struktur die Beziehung zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit aufscheinen. Der utopische Charakter des Werks wird über seine Werkform erzielt. Abgeschlossenheit und Ganzheit als formale Kategorien gewinnen im Spannungsfeld von Historizität und Überzeitlichkeit des Kunstwerks jedoch noch eine andere wichtige Bedeutung. Durch seine Abgeschlossenheit kann das Werk jederzeit als Allegorie für ein anderes gelten und bleibt dadurch auch für den Betrachter aus zukünftigen Epochen rezipierbar, während Lukács dieses Problem in der Beschreibung der Kunstwerke als das Gedächtnis der Geschichte des menschlichen Selbstbewusstseins zu lösen versucht. Die Form eines Kunstwerks ist jedoch nicht nur einfache, sondern reflektierte Form, indem die Kunstform den Unterschied zwischen der Form des Urbilds und der Form des Abbilds an sich selber sichtbar macht. Logisch kann das als Selbstunterschied der Form bezeichnet werden. Das Betrachten des Kunstwerks fasst Holz deshalb analog zum Denken als Reflexion der Reflexion auf, aber auf dem Gebiet der Sinnlichkeit. Das Kunstwerk bleibt dabei jedoch gleichsam an sein Urbild gefesselt. Es existiert nur im Vergleich mit ihm, muss sich mit ihm ins Verhältnis setzen. Es steht im Modus der Analogie, der von Lukács mit der religiösen und nicht mit der künstlerischen Widerspiegelung identifiziert wird. Bei Holz konstituiert sich in der Struktur der doppelten Reflexion, der das Kunstwerk entspricht, Zitat Holz, ein Verhältnis, in dem die Welt als veränderbar und das Subjekt als frei hervortritt. Die doppelte Reflexion produziert ein qualitativ neues Weltverhältnis und die Kunst macht dieses Verhältnis Kraft ihrer eigenen Seinsweise anschaubar. Wo die Veränderbarkeit der Welt durch den Menschen bei Lukács durch eine geschickte Auswahl des Inhalts des Werks, der durch die Form sinnfällig gemacht werden muss, aufgezeigt werden soll, ist sie bei Holz schon strukturell gegeben. Auch die Struktur des Kunstwerks als Reflexion der Reflexion wird analog zum begrifflichen Denken als sinnliches Äquivalent aufgefasst und soll den absoluten Begriff repräsentieren. Durch diese Parallelisierung von Kunst und Denken läuft Holz Gefahr, die Hierarchisierung des deutschen Idealismus von Kunst und Philosophie zu reproduzieren und das Kunstwerk nicht als eigenständigen Gegenstand, sondern bloß in Relation zur Philosophie als Analogon auf der Ebene der Sinnlichkeit zu betrachten. Das Ästhetische erhält auf diese Weise bei Holz eine geringere Eigenständigkeit als bei Lukács. Trotz der Priorisierung der Form gegenüber dem Inhalt betont auch Holz die Eigenart von die Einheit von Form und Inhalt in der Kunst. Form und Stoff lassen sich an keinem Seienden voneinander trennen. Die Form ist immer bestimmte Form. Zitat Holz: Der konstitutive Vorrang der Form für die Seinsweise des Ästhetischen bedeutet nicht die Belanglosigkeit des Inhalts. Inhalts- und Formästhetik können nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die Form ist immer Form eines Inhalts, der sich als allgemein, bedeutsam und menschheitsgeschichtlich perpetuierend erweisen muss. Realismus ist für Holz nicht nur ein inhaltliches Prinzip, sondern mindestens ebenso sehr ein formales. 3. Die bisher beschriebenen unterschiedlichen Form-Inhalt-Verständnisse von Lukács und Holz haben praktische Konsequenzen, die sich insbesondere in ihren Bewertungen der zeitgenössischen bildenden Kunst zeigen. Lukács attestiert der zeitgenössischen bildenden Kunst, Zitat Lukács, leere Transzendenz und subjektivistisch willkürliches Spiel mit Wirklichkeitselementen, die ihrem objektiven Zusammenhang entrissen werden. Die Selbstständigkeit der diesseitigen Gegenstände wird zu bloßen Emblemen eines allegorischen Sinns degradiert. Das Kunstwerk ist nur noch in Bezug auf anderes. Es steht im Modus der Allegorie. Darin bricht sich das religiöse Bedürfnis Lukács Bahn. Zeitgenössische Kunst zeichne sich durch inhaltliche Ungebundenheit, subjektivistische Willkür und Formlosigkeit aus. In der zeitgenössischen bildenden Kunst sei die Zweidimensionalität vorherrschend, die das Weltschaffen der Kunst unterbindet, da die bildende Kunst für Lukács erst über das Schaffen eines Raums welthaltig wird.
Die zeitgenössische Kunst sei bloß dekorativ. Durch die Dominanz der Allegorie verliere die Kunst zudem ihre Diesseitigkeit. Sein und Bedeutung fallen nicht mehr im Werk zusammen. Die Kunstwerke sind nur noch Repräsentanten ihnen fremder Inhalte. Durch das Verweisen der Kunstwerke auf andere Inhalte verlieren sie ihre Selbstständigkeit. Holz hingegen nimmt viele Entwicklungen der zeitgenössischen bildenden Kunst positiv auf. So lobt er beispielsweise die konstruktivistische Kunst für ihre Fähigkeit, Zitat Holz, im Medium der reinen Anschauung die Produktionsweise der modernen Technik oder neue mathematisch-naturwissenschaftliche Erkenntnisse zu reflektieren. Wieder Zitat Holz, was sich einer mathematisierten Theorie der Natur als Wirklichkeit darstellt, sind nicht mehr dingliche Substanzen, die prinzipiell als sinnlich wahrnehmbare Gegenstände anschaulich gemacht werden können, sondern ihrem Wesen nach unanschauliche Strukturen. Darauf müsse die Kunst reagieren. Aus diesen neuen Themen für die bildende Kunst resultieren Formwechsel und neue Darstellungsweisen. Wieder Zitat Holz. Die Desanthropomorphisierung als Tendenz der wissenschaftlichen Entwicklung, von der Georg Lukács gesprochen hat, ergreift im wissenschaftlichen Zeitalter Brecht auch die bildenden Künste. Lukács hingegen sieht in der desanthropomorphisierenden Darstellungsweise in der Kunst ein Zitat hinausgehen über das Ästhetische, das Ersetzen seiner Werkimmanenz durch aus anderen Sphären geholte ihm gegenüber transzendente Prinzipien und Methoden. Die Kunst übernehme pseudowissenschaftliche Gesichtspunkte, die ihr fremd bleiben müssen, weil damit ihr nach Lukács angestammtes Gebiet die Widerspiegelung der Welt des Menschen, verlässt. Zitat Lukács, der Geometrismus, wenn er nicht wie in der Wissenschaft seine welterobernde Funktion ausüben kann, wird zur bloßen, freilich abstrakten Partikularität. Die Methoden, die in der Wissenschaft den Menschen zur Aneignung der Welt, verhelfen, verstellen den Blick auf sie in der Kunst. Die unterschiedliche Bewertung der Bedeutung von Form und Inhalt resultiert auch aus der Zuweisung eines unterschiedlichen Gegenstandsbereichs der Kunst. Bei Lukács ist der Gegenstandsbereich der künstlerischen Widerspiegelung als Welt des Menschen eingegrenzt. Bei Holz unterscheidet sich der Gegenstandsbereich der Kunst nicht von dem der Wissenschaft. Dadurch erlangt die spezifische künstlerische Formung der Inhalte einen besonderen Stellenwert, denn die Kunst unterscheidet sich bei Holz ausschließlich in ihrer Form von der Wissenschaft. Sowohl Lukács als auch Holz heben die Erkenntnisfunktion der Kunst hervor. Die Kunst ist ein Mittel der Weltaneignung des Menschen. Doch bei Holz wird die spezifische Erkenntnisweise der Kunst kaum von der wissenschaftlichen abgegrenzt. Der gleiche Gegenstand der Widerspiegelung legt auch eine Angleichung der Art und Weise der Widerspiegelung nahe. Holz befürwortet deshalb für die zeitgenössische bildende Kunst eine desanthropomorphisierende Widerspiegelungsform, die sich der wissenschaftlichen Widerspiegelung annähert und sich beispielsweise geometrischer Figuren bedient. Im Zentrum stehen keine dinglichen Gegenstände, sondern Beziehungen und Strukturen, die mittels neuer Verfahrensweisen erst sinnlich erfahrbar gemacht werden müssen. Die Kunst büßt durch desanthropomorphisierende Widerspiegelungsform jedoch an Eigenständigkeit ein. Sie wird Allegorie für wissenschaftliche Zusammenhänge und muss sich mit ihrem Urbild messen lassen, wodurch externe Maßstäbe wie Exaktheit, Strenge und Vollständigkeit aus der Wissenschaft an die Kunst herangetragen werden. Die Kunst erhält ihre Berechtigung auf diese Weise nur über einen direkten Abgleich mit der Wirklichkeit. Das Kunstwerk repräsentiert, es wird Modell. Für Lukács indes geht es mit der eigenen Aufgabe der Kunst, eine Welt zu zeigen, die dem Menschen angemessen ist, eine eigene Widerspiegelungsform der erkenntnisfördernden, entfetischisierenden Anthropomorphisierung einher. Für den Künstler ergibt sich die Aufgabe, einen Ausschnitt der Welt zu wählen, der diese Angemessenheit ausdrückt, ein Stoff, der den Menschen ihre Handlungsspielräume verdeutlicht, ihnen die Welt als veränderbar aufzeigt und damit zum Selbstbewusstsein der menschlichen Gattung beiträgt. Vielen Dank.